Ah, gut, sind alle hier. Wieso lese ich eigentlich gerade nicht vor? Ich glaube, ich bin ein bisschen müde. Ich habe Zugriff aufs optimale Netz, aber sehr instabil. Verbindung ist schnell weg. Okay. Eddie, du machst das toll. Danke. Hey Eddie, was hast du... Hast du wen gefunden? Oh, ich bin richtig! Geil! Ja, ich habe mich einigen Widerständlern... Ich habe mich mit einigen Widerständlern getroffen. Ich gehöre ins Bett. Ich gehöre definitiv ins Bett. Gute Arbeit, du bist großartig, Eddie. Aber um in Amaterasu City reinzukommen, brauchen wir die 4 Codepässe, um Nightmon zu stoppen. Codepass, was ist das? Oh, ich weiß, was es ist. Es ist der ID-Pass mit Farben. ID-Pass mit Farben? Also die rote ID und die blaue ID? Ja, genau. Warum? Hast du einen? Der gehörte dem besiegten City Chief. Wenn du noch 2 kriegst, können wir Nightmon besiegen. Ja, yeah, der andere City Chief hat also auch einen. Ja, das ist es. Wartet. Wir müssen was wegen Baihu City machen. Die Sicherheitsstufe dort ist echt hoch. Naja, was nun? Was tun? Ja, die Widerständler könnten uns helfen. Sie sind im Mirageturm, nicht wahr? Ja. Okay, ich werde sie fragen. Kies, komm! Nick, du bleibst hier. Okay, überlass es uns. Okay, ich gehe also so zurück nach Baihu. Viel Glück. Überlass es mir. Bitte sag mir, dass die Cutscene mich sofort... Okay. Okay. Oh, nicht schon wieder den Weg zurück. Ich bin doch gerade erst von da gekommen. Oh, nee. Nee. Schluss für heute. Hau ab. Verpiss dich, Spiel. Ohne Witz. Ich starte die Aufnahme später nochmal neu. Vielleicht nehme ich es nochmal neu auf. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist eure Chance. Es geht ums Hauptitem. Der Ronin-Helm, von allen bewundert. Das Mindestgebot für den Kotemon-Helm liegt bei 7000 Bit. Ich will schlafen. Aber ich hatte so den Eindruck, dass wir jetzt eine Auktion haben. 8000 Bit. 8300 Bit. 8600 Bit. 8700 Bit. Was ist das für eine komische Summe? Also 8700 Bit. Wow, 8700 Bit. Bietet jemand mehr? Es bietet wohl keiner mehr. Ohne den Helm für 8700 Bit. Gratulation. Ich übertrage das Item jetzt an deinen Satelliten. Klasse, der Ronin-Helm. Ich habe jetzt ein echt cooles Item. Ich probiere es aus. Oh, er hat einen neuen Spruch bekommen. Egal. Jetzt startet die Aufnahme mal wieder im Amaterasu-Server. Morgen. So. Wir sind endlich da. Endlich. Gott, warum immer ich? Warum? Warum immer von einem Ort zum anderen laufen? Warum? Ich habe keinen Nerv mehr für sowas. Egal. Machen wir uns einfach auf den Weg. Und versuchen einen Weg in die Stadt zu finden. Stehst du nochmal auf? Nein.
schade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gryphonmon Wind Power S fallen lässt. Also droppt, fallen lässt, whatever, wie auch immer man es aussprechen will. Ich glaube nicht, dass ich hier was getan... Es hat sich was getan. Okay, I wasn't expecting this. Dann gucken wir uns das doch mal an. Ist hier alles in Ordnung? Eine Sache will ich noch eben tun, schnell. Und zwar will ich auch für... Warte, was? Schon wieder zwei neue gute Stäbe. Okay. So. Und ich will für die anderen beiden auch noch die stärkste Waffe kaufen. Weil es kann sein, dass sich die Werte erhöhen. Garuru-Kanone? Teil von DNA digitiertes Digimon. Wow. Wow. Drei Hörner vom Kopf bis zur Nase. Wir können uns nochmal neu einkleiden. Und zwar gänzlich. Das ist nice. Ich meine, wir haben uns zwar erst vor kurzem, aber... Why not? Ich weiß nicht, ob es den Schaden trotzdem nur erhöht, obwohl sie schon den Max-Wert an Schaden haben, aber... Der Charisma-Wert geht hoch. So, that's fine. Illusionsrobe. Ist nur um einen Punkt besser als das, was sie tragen. Der Matrix-Helm ist sehr gut für Strengths. Wobei, warte mal. Haben wir nicht gerade das Tri-Ding gekauft? Ne, haben wir noch nicht. Oh. Naja, dann haben wir das auch im Inventar. Hat zwar etwas mehr Rüstung, aber... Vielleicht hat es den Damage nochmal hochgeschraubt. Wer weiß. Nebelrüstung. Macht unsere Feuerresistenz zwar wieder runter, aber wir haben das Geld. Verhext Fend weicht Angriff aus. Erhöht es unsere Chance auszuweichen? Ich versuch's einfach. Wie gesagt, wir haben das Geld. Königliche Krone schraubt dadurch die Weisheit etwas runter. Die Baskenmütze. Boah, ist egal. Das kann doch reichen. Ich will ein bisschen Zubehör verkaufen. Weil... Wasserpower S. Von wem haben wir das denn bekommen? Und zwar will ich hier ein paar Tanzfedern verkaufen. Und zwar 15 Stück. So viele brauchen wir nicht. Und Brillen. Ich habe ganz viele Brillen. Davon verkaufen wir jetzt auch mal so, ich denke mal, 45. So. Der Rest kann gerne so bleiben, wie es ist. Haben wir noch irgendeine S-Power? Nein, nur Wasser. Nur Wasser. So, normalerweise verkaufe ich ja nichts von meinen Sachen und ich glaube, ich lasse das jetzt auch. Nichts verkaufen, bis wir nicht alle Items haben. Danach sind wir reich. So. Das erledigt ist. Hat sich hier was verändert? Sogar Piximon ist da. Interessant, sie haben den Aufstand ohne mich zerschlagen. Hey Redamon, was weißt du? Sorry, aber ich bin auf deiner... Aber ich bin auf deiner Seite. Ich gucke mir den Kampf der Menschen in Ruhe an. Okay. Stand da unten gerade noch einer? Wieso? Nee, das war nur so ein komisches Ding, diese Säule da. Wieso stehen die da jetzt so? Kann ich gegen euch kämpfen? Das ist aber einfach, den Server einzunehmen. Die echte Welt wird in 0, nichts uns gehören. Was hast du zu sagen? Wir bewachen diesen Ort. Wenn der Widerstand kommt, nehmen wir sie fest. Die AOA werden siegen. Die Welt wird uns gehören. Ich will auch den Widerstand bekämpfen, aber ich muss hier Wache stehen.
Lisa sagte, glaube ich, was vom Mirageturm, oder? Sollen wir, ob wir zuerst dahin gehen sollten? Wobei, ich meine, das ist jetzt hier offen, ne? Ob es Sinn machen würde, noch zum Mirageturm zurückzugehen? Oh, hier sind die Gefangenen. Alles Oinkmon, außer du. Die AOA sind plötzlich in die Stadt gekommen, dann wurden wir gefangen. Hey, du bist immerhin kein Oinkmon. Gibt es hier sonst noch was zu sehen? Hier ist es schlecht, hinten ist alles eingefallen. Es gibt auch keinen Ausgang, was nun? Ja, weil du davor stehst. Ich meine, du hast zwar gesagt, er wäre eingefallen, aber... Das Geile ist, hier steht auch keiner Wache. Auf dem anderen Server haben wenigstens hier Wachen gestanden. Außerdem hat jeder Digimon, man kann sich wehren. Und wer auf diesem Server sein muss, der hat auf jeden Fall ein Mega-Level-Digimon, mindestens eins. Und ja. Aber egal, vielleicht können wir den Leader direkt herausfordern. Es sieht so aus, cool. Bist du hier... Nein, bist du der Baihu Chief? Baihu. Ja, stimmt. Was willst du? Gib mir deinen weißen ID-Pass. Verstehe. Egal, was du versuchst, wir gewinnen doch. Jetzt lernst du deine Lektion. Das sehe ich anders. Rockmon, rock solid. Ich finde es so schade, dass wir uns nicht mehr buffen können und Mega Boost brauchen wir nicht, wir sind schnell genug. Ich weiß gerade echt gesagt nicht, womit wir anfangen. Mechanical Bash. Hat ihm nicht so viel ausgemacht. Nein. Oh man, Double Guard. Okay, versuchen wir es mit Magie. Versuchen wir es mit Wind. Hat schon mehr gemacht. Ah, wir sind nochmal dran. Cool. Versuchen wir Snowstorm. Okay, es hat am wenigsten gemacht. Abwehren. Na gut, dann eben nicht. Achso, ich habe übrigens Strengths mit einem neuen Wappen ausgerüstet. Es hat jetzt nicht mehr den Konterwappen. Sondern auf dem Weg hierher ist mir ein Cherrymon begegnet. Ich habe es besiegt und habe das Erholenwappen bekommen. Und jetzt werde ich mich in jeder Runde um ein klein wenig HP heilen. Das ist vor allen Dingen später nützlich, wenn man eine hohe Ausweichwertung hat. Also wenn wir irgendwann maximal Verteidigung und Weisheit haben, das ist so auf jeden Fall sehr hoch. So dass die Chance, dass wir blocken können, auch relativ hoch ist. Und was kommt jetzt? Griffonmon. Ich könnte sie alle alleine besiegen eigentlich. Sorry. Aber ich tausche aus. Ich will alle nochmal zum Zug kommen lassen. Rosemont? Rosemont. Lightning Bolt! Lightning. Ebidramon. Ah, seht ihr? Strengths heilt sich sogar, wenn er nicht im Kampf ist. Es ist pink, das... Okay, es ist nicht... Es ist nicht so schlimm. Also, ich habe mit mehr Schaden jetzt gerechnet. Also ja, und Merc habe ich auch anders ausgerüstet. Aber mir scheint, dass das Item seinen Schaden nicht wirklich erhöht hat. Ich habe ihm andere Wappen gegeben, ein anderes Wappen. Und das zeigt gerade nicht wirklich Wirkung, wie ich gerade sehen muss.
glaube, ich gebe ihm doch wieder das Multiwappen. Abwehren, komm schon. Okay. Ah, ist das ein Schaden. Er ist nicht von dieser Welt. Versuchen wir es mit Magie. Boah, einfach nur boah. Ah ja, es hat mehr Schaden gemacht. Okay. Das war's. Level 60. Counter-Strike. Okay. Wart's ab. Leg dich nicht mit mir an. Das hättest du vorm Kampf sagen müssen. Hä? Ist das... Und wir haben wieder jemanden umgebracht. Ja, ich habe den weißen ID-Pass. Wir brauchen nur noch einen. Los! Heißt das jetzt, die Stadt gehört wieder uns? Heißt das, wenn ich jetzt hier reingehe, sind die Leute nicht mehr da? Ich habe unseren Anführer lange nicht gesehen. Was wohl los ist, hat er zu tun? Gut, dass wir den Anführer nicht gesehen haben. Das heißt, er vertraut uns total. Lida ist wohl zum Mirageturm gegangen. Können nicht mal einen schwachen Widerstand besiegen. Ist etwas einsam, so alleine als Wachen. Aber wir haben unseren Anführer. Alles ist okay. Bowsette. Ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt weitergehen können. Ich glaube, wir sollten wirklich jetzt vorher zum Mirageturm und uns nochmal mit Lissa absprechen, bevor wir weitergehen. Dann können wir nämlich zurück nach... also zum Nordsektor und können von dort aus dann... Nein, zum Zentralsektor und dann zum Nordsektor. So, genau. Genau so, nee, anders wird's gemacht. Ich muss nur kurz auf die Uhr gucken. Ich muss diese Folge nämlich zusammenschneiden. Ja. Okay, machen wir es so. Schnitt. Also jetzt hier. Ein Schnitt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob die Folge dann kürzer oder länger ist, aber... Wir machen dann beim Mirageturm gleich weiter. Wobei... Ach komm, den Mirageturm nehmen wir noch mit. Und dann machen wir, denke ich mal, nächste Folge auf dem Weg zum Nordsektor weiter. Ist jetzt besser, als wenn ich jetzt hier... Ich habe nämlich auch keine Lust, ständig die Sachen zusammenzuschneiden. Das ist alles unnötige Zeitverschwendung. Hi. Starker Gegenangriff beim Warten. Aber ich will nicht warten. Aha. Blitzangriffe sind deine Schwäche, hä? Bang, bang, bang. Ach, Level up. Okay. Wen nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir Merc oder nehmen wir Rizumo? Nehmen wir Merc. Oh, ich hätte vielleicht schnell noch das Item... Ja... Ist jetzt unnötige Zeitverschwendung, aber... HP Pro... Böbe! HP Proxy braucht der nicht. Also machen wir das Multiwappen direkt wieder rein. Ich hatte eigentlich gedacht, dass er auch so genug Schaden macht, aber man hat ja gesehen, nein, tut er nicht. Also los. Und direkt durch zum Mirageturm. Ich sagte direkt, stell dich mir nicht in den Weg. Irgendwas, um dir schneller Schaden zu machen? Nein. Was sagst du zu Magie? Was sagst du zu Maschinenmagie? Ah, interessant. Hm, Strength hat sich jetzt nicht geheilt. Scheinbar ist das Wappen nur aktiv, wenn das Digimon im Kampf eingesetzt wird.
Interessant. Ich habe das Erholwappen nämlich, glaube ich, nie wirklich benutzt. Ich weiß zwar... Oh. What's up? Wir verwandeln sie alle in Eugmon. Nein! Die Zentrale des Widerstandes war im Mirageturm. Wir greifen an und schnappen sie. Nein, 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 nein! Wenn wir den Widerstand haben, kann uns nichts mehr stoppen. Unser Plan zur Übernahme der echten Welt läuft gut. Nein, 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 nein. Ich will da mitmachen. Ich will da rein. Ich will euch alle zerschlagen. Wieso kann ich das nicht? Okay. I don't exactly know what to do now. Okay. Junior sagte, wir brauchen nur noch einen. Also kümmern wir uns darum. Auf zum Nordsektor. Heißt, so oder so, die Folge endet jetzt hier. Und wir sehen uns dann im Zentralsektor gleich wieder. Auf dem Weg zum Nordsektor. Und auf dem Weg, unsere und diese Welt zu retten. Glaube ich. Okay, es war vorhin nur ein Crit. Egal. Wir sind gleich im Zentralsektor. Bis dann. Baba!